Was ist das? Kaktus. Keine fucking Kakteen, ey. Ich brauche Sand. Ich habe keinen Sand. Ich habe einiges, was brauchst du, wie viel? Was? Ich habe einiges in Sand, wie viel brauchst du? Ich weiß nicht. Wozu? Das Gelände ein bisschen größer zu machen, damit ich da einen Zaun hinhacken kann. Wo bist du? Was Hier machst du denn? Bin ich. Ich baue Sand ab. Um später wieder anzubauen. Mach doch den Zaun einfach so hier da, wo ich jetzt lang laufe. Nein, ich will ihn genau neben den Hühnern, dann brauche ich weniger Zaun. Hä, nein, Bullshit. Doch. Wenn ich das da so anbaue. Nee, das wäre hässlich. Komm. Oh, ja, guck mal, wenn ich jetzt dann da. Gib mir mal ein paar Stöcke. Da, wo ich durchlaufe, genau da, dann wäre doch super für den Zaun. Genau diese Fläche. Ja, viel Zaun habe ich ja. Ja, dann machen wir so viel Zaun. Das kriegen wir hin, warte. fuck, es fehlt natürlich genau. So. Fick! Aber doch nicht so eckig. Ja, wie denn? Ja, ein bisschen. Was machst du? Ein bisschen asymmetrisch. Das muss ja nicht alles. Muss nicht alles unbedingt genau gerade sein. Darf auch ruhig haben, ein bisschen Ecken und Kanten drin haben. So, ich habe keinen Zaun mehr. Da höchstens noch. Da warst du nicht. Da noch Stöcke, guck. Da, Stöcke. Da, wo ich bin. Ja, lass mich erst den Zaun nehmen. Ich bin da gerade am Zaun bauen und du machst ihn einfach weg. Ja, aber. Das reicht nicht. Musik ist alle. Scheiß YouTube, fick dich YouTube. So, oh, fuck. Ein Stück brauche ich noch. Nein, du brauchst mehr. Was? Nein! Ja, in so ein kleines Zäunchen, da passt doch nichts rein. Komm. Alter. Hör mal. Ich mach schon mal das Tor ran. Hast du denn noch eine... An ein Tor hast du gedacht? Wunsch? Ja, das Tor habe ich. Na, immerhin. Schlau, ne? Extra eins gebaut, weil ich dachte, du denkst nicht dran. Fick dich. Da. Siehst du? So. Aber jetzt wollte ich es nicht vergessen haben. Wir müssen dann dieses ganze Gehege hier noch mit Erde füllen, das weißt du. Ach. Ja, sonst können die ja nichts essen und sie haben es nicht schön. Die müssen nichts essen. Das muss schon alles seine Richtigkeit haben. Schön. Danke. Warte kurz. Darf ich? Was? Nein! Alter! Wenn du das Ding in die Mitte machst. Ja, lass mich nur kurz zum Zeigen, weißt du? Ich will nur zeigen, nicht mansplainen. So. Ja. Oh. Und wo ist die Platte? Die hast du. Oh, ja. Ah, schön. Ja. So. Jetzt brauche ich nur noch Schafe. Und Kühe. Was machst du da? Deko?
Also Erde, hast du gesagt? Nee, muss jetzt nicht, das hat nicht Priorität, also. Ich fange mal an. Außerdem haben wir nicht genug Erde für sowas. Haha. Ja, ich habe keine. Ich hab 13. Wow, ja, dann mach du mal deine 13. Ja. Außerdem müssen wir sowieso mindestens einen Grasblock dahin bringen. Das geht eigentlich nur mit einer Behutsamkeitsspitzhacke. Oder Was? indem, ja, eine Spitzhacke mit Verzauberung Behutsamkeit, dass man kann einen Grasblock abbauen, der dann nicht zur Erde wird, sondern Grasblock. Wenn man den setzt, dann steckt das Gras die umliegenden Felder eben an und da wächst ebenfalls Gras auf den Erdfeldern. Verstehst du? Ja. Und kann es sein, dass sein Inventar voll ist? Vielleicht. So, es wird Nacht, by the way, übrigens. Ja. Nom 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 nom. Oh, Spinne. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Scheiße. Ah. Falsch, 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 falsch. Hä? Komm mal, mach es doch einfach. Ja. Sorry, oder? Los, schlaf auf Ja, mir. ja. Schlaf auf mir. Alter, was hast du da in der Hand? So Zeug, weiß nicht. Eine Kartoffel. Ja. Nein, eine Kartoffel. Boah, ich habe heute. Apropos Kartoffeln. Ich habe heute auf Twitter Bilder gesehen von jungen Frauen, die sich die Brüste haben abnehmen lassen. Soll ich mal Ja, schön. zeigen? Will ich nicht sehen. Sag mal, musst du morgen arbeiten? Ja. Es ist schon bald 10 Uhr. Ja, ich weiß. Okay. Der Creeper, Creeper, Creeper am Zaun, Achtung. So. Ja. Ups. Ja, du weißt, du, gestern kam da der Arbeitsplan raus und da ich ja nächste Woche auch wieder da Aushilfsjob am machen bin, dann dachte ich mir, ja, komm. Es ist auch nicht so wichtig, dass du jeden Tag ultra ausgeschlafen bist. Du gehst vor. Oh. Also ich. Ja, aber weißt du, was reiße ich mir da jeden Tag den Arsch auf und so? Und habe dann selber überhaupt nichts mehr von meinem Real Life, von meiner Freizeit. Nehme ich lieber ein bisschen mehr Freizeit und nehme dafür in Kauf, dass ich halt nicht so top fit bin, aber das ist dann nicht so schlimm. Ich kann immer noch locker die Arbeit leisten, für die ich bezahlt werde. Oh Wieso, wie lange machst du noch?
Ich weiß nicht. Ich kann noch lange. Ich habe morgen nur Bewerbungskurs und ich habe die Hälfte vom Monat schon fertig und der Monat ist noch nicht mal zur Hälfte rum. Also werde ich morgen wahrscheinlich nicht viel machen. Also ich werde schon irgendwann so bei Zeit mal zu Bette gehen. Ja, schon wieder so ein scheiß Pinguin. Komm, komm, guck. Ja, warte. Ich wollte gerade neue Musik. Wo bist du denn? Am Fluss. Ah, Ist er die noch greifen mich da? an. Fick, ich hänge fest. Ah, wieso ist das Treibsand, ey? Fick ihn doch. Wo? Dampflos. Seh dich nicht. Bei den Bäumen. Wie? Ah. Ja, da bist nur du. Doch, guck da im Wasser. Oh, das sind aber keine Pinguine. Doch. Oh, nein, das sind Piranhas. Das sind Pinguine. So. Nein. Doch, selbst sind das Pinguine. Safe sind das fucking Pinguine. Guck, ich nehme sie auf Video auf. Piranha! Pinguin! Piranha! Pinguin! Scheiße! Da stand sogar Pinguin! Nee, da stand Piranha! Ich glaube, wir sehen nicht das. Würde allerdings mehr Sinn machen, dass sie mich angreifen, ne? Ja. Guck halt richtig! Es sind Pinguine! Piranhas! Okay, was sind denn die Wale? Was siehst du statt den Walen, frage ich mich. Gar nichts! Pinguine in der Wüste, ey, voll schräg. Das sind Piranhas. Mann. Anderes Modpack, glaube ich kaum. Also, das würde sonst nicht funktionieren mit der Version. Oder? Ja. Ja, unlustig ist auf jeden Fall nicht. Und, ja. Auch die Wale, die da überall in der Wüste gestrandet sind, ist voll schräg. Mhm. Zumal da keine Wale waren. Mann, guck fucking WhatsApp. Was? Guck WhatsApp. Ja, warte. Hab Videobeweis. Ich hab die Pinguine gefilmt und auch die Wale. Das ist doch kein Wal, ey. Das ist irgendein. Keine Ahnung. Und wenn ich hingehe, dann steht da Wal und ich kann es totschlagen. Wieso machst du es dann nicht? Habe ich oft gemacht, aber die verrecken vorher schon einfach an der Luft. Aber das gibt doch Fleisch. Nee. Nicht? Ich habe es von den Piranoiden auch nichts bekommen. Okay. Oh. Nein, die Hühner zu ficken. Okay, das ist jetzt nicht mehr so weit weg, theoretisch. Oh, meine Ananas, da! Jetzt sehe ich's. Sag ich ja. Cool. Pinguin! Oh Gott. So, ich baue hier mal ein Mini-Brücklein auf das hier bald auch wunderschönes Gras sprießen tut am Boden. Muss eigentlich reichen. Ja, da wächst es schon.
Na? Habe ich noch? Ja, ich habe vergessen. Nein! Ja, fickt euch, ja. Es werden mehr Hühner. So, jetzt muss ich aber wirklich mal die Musik wechseln. Ich bin scheiße müde. Ich hoffe, diese Bäume wachsen auch so von allein. Das wäre halt schon geil. Und sonst haben wir, ja, wir haben genug Knochen am Start, kommen. Was soll der Geiz? Yeah, fett. So, dann können wir uns dann in Bälde bedienen, was Holz angeht. Vielleicht, wenn die Eichenbäume Schön. noch ein wenig mehr gewachsen sind, müssen halt immer wieder nachpflanzen, wenn wir was genommen haben. Ja. Kann ich die Hühner auch mit Mais füttern? Mit Maissaat? Nein. Was? Nein. Doch, doch. Wahrscheinlich schon. Alter! Was? Du kannst dich muten, ich nicht. Das ist ein feiner Unterschied. Die hast du vermutlich gerade gefüttert, hä? Ja. Ja, guck mal, wie viele da schon sind. Ja, ich glaube, das geht eh nicht. Nein. Und den Mais kann ich auch einfach so im Ofen backen. Oh. Ich frage. Weiß nicht. Dankeschön, Piki. Dankeschön. Er hat mir gute, besteste Gesundheit und ein Wohlgelingen gewünscht. Oh, bin ich schon wieder voll? Fick! Das musst du wissen, ob du voll bist. Ja, bin ich. Nimm das Richtige. Geht nicht. Fick, Piss, Wichse. Ah, hier das Tor von Hippie. Kann sie zurückhaben, die Hippie. So, da lang. Bin halt schon wieder knapp an Holz, hä? Das hier. Knochenmehl behalte ich mal hier und Gravel nehme ich mit. Wie sieht's aus mit Schlafen? Was, ist schon Nacht? Oder nicht? Oh. Ja, ich bin da etwas beschäftigt. Naja. Geh doch hoch! Scheiße, bin ich tief unten. Oh. Oh. Mit dem Weizen soll man nicht geizen.
Und mit dem Granit macht man Schalit. Hä, hey, was? Müde? Nein. Ja, nein. Oh, fick. Oh, Creeper, Creeper auf dem Feld. Mm. Ja. Ich hab dir auch einen vor die Tür gesetzt. Was? Fuck you. Hab ich nicht bemerkt beim Rausgehen, aber okay. Nee, jetzt gerade. Ich bin halt schon im Bett, weißt du? Ja, ich bin extra rausgegangen, weil ich dachte, du hast noch was. Ah, wow. Spinnen! Ah, Hilfe! Ich bin jetzt extra hochgekommen. Wow. So viel, oh Gott. Lasst mich. Was ist der Ofenkartoffel? Die killen mich! Ja, Hilfe! Komm mal rein! Versteck mich! Ich kann nicht schlafen, es sind Monster in der... Ja, sollte es halt nicht, wenn die fucking Monster dran sind. Dumm, ey. Solange der Creeper weg ist. Scheiße. Wow, viele Spinnen. Oh, oh. Wow, das kommt vielleicht gar nicht gut. Noch mehr Spinnen. Ah, Skelette. Oh, fuck. Oh. Wow. Zu Hölf. Nein, versteck mich. Lalalala. Ja, und jetzt lässt du mich hier alleine, oder was? Ja, klar. Fühl ich mich blöde und geh da raus. Zu den Typen. Danke, Quickie, ich hab's gemerkt. Ich hab dich gerade gerettet, ne? Nur mal so. Bist du tot? Nein. Warum nicht? Wie sie gespickt mit Pfeilen. Drück mal F5. Ich auch. Ja. Oh, ich war auch mal ein Abenteurer wie du und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, das sieht aus meiner Sicht jetzt gerade sehr lustig aus. Ja, danke. Wenn du F5 drückst und dann nochmal F5, dann siehst du dich selbst. Ah! Fick, Viech! Oh! Ich glaube, unser Haus ist ein bisschen... Ich hol schon mal Sandstein. Ja. Okay, Achtung, wo war ich? Brennender Zombie hinter dir. Nö. Das waren die Scheiben. Ah, stimmt, das andere Zeug ist ja noch heil. Ja. Boah. Wo war ich? Ja, das andere Zeug ist noch heil. Ja, wie stolz sie das sagt. Wie wenn das sein fucking Verdienst wäre. Hey, ich habe ihn weggestoßen. Immerhin. Ih! Oh. Was ist das? Ah. Das glitscht voll rum. So ein großes schwarzes mit pinken Augen. Ja, das ist ein Enderman. Die solltest du nie direkt ansehen. Ja? Hast du ihn angesehen? Hallo. Ja, ich schaue ihn gerade wieder. Was ist das? Bleib weg von mir. Dein Fluch trifft ihn. Sein Fluch trifft dich. Ich gehe wieder rein. Wie viel Erde habe ich denn? Oh, nicht so ein 20. Schon. Immer die Erde. Ich scheiß Federn bei mir. Dann geh ins Haus und stell dich in der Ecke oder stell dich in der Ecke und hab ihn tot, wenn er kommt. Ich will aber nicht. Ich habe bei diesem Typen gesehen, wie hat er das gemacht? Er hat Holz genommen, aber ist eigentlich egal. Der lässt mich bestimmt in Ruhe. Er hat sich in der Wüste, sieht man den gerade irgendwo? Ja, ist schon weg vermutlich. Hat sich in der Wüste so ein Loch gemacht, genau so. Und so. Au. Oder so. Naja, eins tiefer, glaube ich. Und... Oder eins höher. Ja, ich habe nicht gut aufgepasst. Na genau, so. Und dann hat er ihn angeguckt und dann ist er hingespawnt und dann konnte er ihm einfach so mit dem Schwert oder mit der Faust oder irgendwas auf die Beine schlagen.
Und ja, der kam halt nicht an ihn ran, weil er zu hoch stand. Was ist das? Das war eh ein cooler Speedrun. Und das Beste war ja, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, als er zum Beispiel in der Schmiede im NPC-Dorf hat er direkt 10 Obsidian gefunden. Cool. Und das ist erstmal ein verdammt cooler Zufall, gerade für einen Speedrun, viel Gold wert, weil sonst müsste er sich ein Portal gießen. Jetzt hat er direkt 10 Obsidian für ein Portal gefunden. Und ja, das Publikum in dem Moment erst zuerst so, oh wow, hat angefangen zu lachen. Und das Publikum in dem Moment einfach applaudiert. Ha. Und ich werde vermutlich noch ein Weilchen brauchen, mich daran zu gewöhnen, dass ich zusehe, dass ich sehe, wenn, oder wie ich sehe, das Publikum einem Gamer einfach so applaudiert. Das ist so cool. Auch schon bei der E3-Vorstellung von Doom, das ist auch so cool. Vom neuen Doom. Ja. Oh, ein Schwert. Ist doch sicher von Ebi oder so. Hast du dein Ja, ich Schwert glaube, das war verloren? meins. Kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall, die zeigen so Szenen aus Doom. Und das Publikum immer wieder bei coolen Szenen so. Wie der Typ die Dämonen einfach so zerreißt, ihnen den Kopf abreißt, das Publikum, yeah, geil, Applaus! Er reißt dem Dämonen den Arm aus und er schlägt den Dämonen mit dem Arm, das Publikum, ah, klatscht, Applaus, Applaus! Und dann der Moment, der Spieler, der Vorführer, findet die Kettensäge. Oh. Fucking Standing Ovations, du hörst das Publikum nur noch, wow, geile Kettensäge, yeah! Und jetzt sprechen wir alle nach. Wir spielen diese Spiele wegen der Story. Ja. Ja, das ist so geil. Das muss man sich geben. Wenn man es noch nicht kennt, muss man sich das geben. Doom E3-Vorstellung irgendwie so. Warte, E3 von diesem Jahr? Nee. Ah. Doom ist ein bisschen Ich kann älter. sagen, weil das habe ich, glaube ich, komplett verfolgt. Ich gar nicht. Ich schon. So, gut. Dann gucke ich mal, ob wir noch irgendwie das Glas Töte ausbessern mich können. nicht. Bitte töte sie. Finde ich viel besser als so Glasscheiben. Man merkt halt, wenn etwas das Publikum was mag oder nicht, und hocken ja meist eigentlich die Fans drin und so. Eigentlich ist ab und dann ist es schon arm. Hä, warum? Warum arm? Fand ich es nicht? Ich fand das cool. Vor allem die Szene mit der Kettensäge, wo er die aufgenommen hat. Klar hat man das gefeiert, das hat jeder gefeiert. Das war halt einfach geil, ja. Doom, Kettensäge, Mann. Oh, fuck. Was willst du? Hätte halt nur noch irgendwie die Big Fucking Gun gefehlt oder so, aber das wäre zu gespoilert gewesen. So. Letztes Jahr, als wir um Applaus betteln mussten. Okay, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Leute, klatscht doch mal, bitte. Wir haben extra die PlayStation 4 mal nicht so teuer gemacht. Wo war das? Irgendwo wurden doch die Leute direkt ausgebuht. War das?
War das irgend so ein Mobile Game? Warcraft-mäßig? Nee, nicht Warcraft, was nicht. Bin aufs neue Baldur's Gate gespannt. Bitte verkackt es nicht, bitte verkackt es nicht, bitte verkackt es nicht. Und ihr verkackt es. Ja, keine Ahnung. Es wird halt vermutlich, also keine Ahnung. Und Schande über mich, muss ich sagen. Ich habe das Guck, was ich alte. gemacht habe. Yay! Hat das alte Baldur's Oh. Gate tatsächlich wirklich nie großartig gespielt. Mal ein bisschen was reingeguckt, aber noch nie so richtig. Wer weiß, wenn wir mit Gothic fertig sind, fangen wir vielleicht mit der Reihe an. Baldur's Gate, ist das das mit dem fliegenden Schädel? Nee, das ist glaube ich Planescape Torment oder so. Welches ich auch nie gespielt habe, so richtig. Wunderschön. Und bei meinen Nostalgie-Spielen ist es halt so ein Dungeon Master, da bin ich voll dabei, voll gehypt. Aber Ups. ein ähnliches Spiel, von der gleichen Zeit, von der gleichen Aufmachung, keine Ahnung. Welches ich halt nicht von früher kenne, löst in mir halt nicht diesen Nostalgie-Kick aus. Wie es zum Beispiel ein Dungeon Master tut. Deswegen habe ich auch da, Mephbite hat mir Legend of Grimrock 1 und 2 geschenkt. Und Oh. deswegen habe ich das nach wie vor nie angefangen, weil, ja, es ist quasi wie Dungeon Master, aber. Es löst halt nicht diesen Nostalgie-Kick aus. Mit der Musik und allem. Naja. Nee. Mich. Wieso steht da eigentlich ein Block Treibsand? Weiß ich nicht. Das Und ist jetzt scheiße. ich wünschte, ich könnte mein Albion-Erlebnis wieder mal auf Null zurücksetzen. Oder nein, nicht auf Null. Nur nicht auf Null. Sondern auf den Zeitpunkt, bevor ich es gestreamt habe. Damit ich den Nostalgie-Kick wiedererleben kann, aber trotzdem es noch nicht durchgespielt habe. So, jetzt können die Hühner noch ficken. Ah, die habe ich schon gefickt heute. Ach, scheiße. Können die nicht alle 5 Minuten? Nope. Sind nicht wie Ich du. dachte. Ah ja, das Ding, das ich vorhin erwähnt habe, das Diorit-Dingens, oder wie das, was ich halt vorhin gesagt habe. Dilatator ist offensichtlich ein Gerät, eine Art Edelstahl. Stange in verschiedenen Dicken, die benötigt werden, um zum Beispiel eine Körperöffnung zu weiten. Oh, fuck, 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 Hey, fuck. es ist Nacht. Ja, ich weiß. Bist du im Bett? Ja. Okay. Um eine Körperöffnung zu weiten. Zum Beispiel, wenn man aus einer Harnröhre eine Vagina formen möchte. Was? Ja. Hä? Hast schon gehört. Nein, ich habe da nicht zugehört. Dieses Gerät wird benötigt, um aus einer Harnröhre eine Vagina zu formen. Okay. Bei einer Geschlechtsumwandlung. Ah. Das führt man sich ein und dann wird dann ausgedehnt. Über keine Ahnung wie lang hinweg. Also ich könnte mir ja persönlich Schöneres vorstellen, aber hey. Wenn es Spaß macht. Oh.
Alter! Quick ist hellauf begeistert vom Thema. Schön. So, Chicken, 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 können wir dich heimbringen? Sind wir in der Hast Nähe? Du hast einen Huhn? Ja. Ich hole jetzt mal Wasser. Also von mir aus könnte man nachher mal zur Ruhe kommen, zum Schluss, ne? Also ja. Halb elf, boah, okay. Ja, ich sollte auch mal was essen, ne? Ah, da hinten ist das Dings. Geh weg! Danke. Aufpassen. Komm her! So, jetzt können die Hühner auch baden. Nicht, dass sie noch versaufen, pass auf. Nein. Die Hühner doch nicht. Meine haben das auch überlebt. Hast du deine Hühner? Weg. Ja, die in meinem privaten Spielstand. Ja. Mann, du Drecksviech, komm her. Er latscht halt weg. Okay, vielleicht versaufen sie doch. Eigentlich sollten sie schon oben schwimmen. Wie tief ist denn das Wasser? Ein Block. Okay. Die Babys versaufen vielleicht. Ja. Ich glaube, ich mach das wieder weg. Geht weg da! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Geh weg! Ich es einfach nicht mehr sehe. Kürbisse sind übrigens sau selten geworden in Minecraft. Da. Nee. Doch, doch, doch. Nee, nee, ja. Nee. Mann, jetzt geht weg da! Doch, das heißt, Gronkh haben das ganz, ganz viele Leute geschrieben, so, oh, die Kürbisse musst du unbedingt behalten, die sind so selten geworden. Das ist ein Running Gag, weil er in jeder kleinen Expedition findet er zig Kürbisse überall rumwachsen. Ja. Ah, aber das siehst du ja eh alles früher oder später noch, wenn du sein Let's Play guckst. Ja. Kommt mal alle her, kommt her, ja, alle. Alle herkommen, ja, genau. Tschüss. Alle tot. Nee, ich habe was Cooles vor mit Hühnern. Ja, was denn? Man kann die so setzen, man muss Wasserblöcke machen. Unter das Wasser macht man... ich glaube Schilder, damit das Wasser oben bleibt. Okay. Und da rein kann man dann Hühner setzen. Okay. Das war im Let's Play, Quicky. Ziemlich sicher. Oder im Stream, oder vermutlich beides. Oder im Stream, wo er fürs Let's Play aufgenommen hat. Dann bleibt das Wasser oben, die Hühner darin auch, die legen aber Eier. Okay. Die Eier kann man sammeln, also die fliegen nach unten. Da kann man die unten sammeln mit einem Trichter. Und diesen Trichter verbindet man mit Leitungen in einen automatischen Dispenser. Automatisch daher, weil man mit einer Redstone-Schaltung das Teil halt so setzt, dass es immer wieder ausgelöst wird. So tick, 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 tick. Und mit jedem Tick wird eins der Inhalte dieses Dispensers abgefeuert. Wenn es ein Ei ist zum Beispiel oder ein Pfeil, wird das abgefeuert. Das wird abgefeuert an eine Wand, die sich über dem Bad befindet. Okay. Und so werden alle Eier, die darunter fallen, abgefeuert über das Bad, prallen an die Wand. Und für jedes achte Ei ungefähr ist die Chance, spawnt ein neues Huhn aus dem Ei. Damit hast du schon mal unendlich Hühner-Nachschub.
Und ab und zu säuft ja auch eins der Hühner ab, einfach so. Und dann hast du Schinkenfleisch und Federn. Ja. Und ja, dann hast du erstmal quasi unendlich Fleisch, unendlich Federn. Zweitens nahezu unendlich Eier, weil von denen hast du sau viel in der ganzen Leitung überall. Und die Eier kann man da auch nehmen, um weitere Hühner zu züchten. Dann kann man zum Beispiel eine Maschinerie bauen, welches die Hühner quasi mit Feuer tötet oder mit Feuerwellen, so. Oder mit Lava. So, das war's. Schön. So, noch mehr, noch mehr. Was? Ticken, ticken. Liebe, Liebe. Da einmal, zweimal. So. Und wieder drei Junge. Nom, nom, nom. Ja. Ist sogar bei dem Hühner. Ich hab's nur im Stream mitbekommen, aber kann mich auch täuschen. Also, okay, nur das normale. Also er hat ja Minecraft gespielt und dann hat er ab und zu auch im Stream das quasi zwischen den Folgen aufgenommen. Oder fürs Let's Play aufgenommen. Geh weg da! Geh weg! Ja, nimm halt das scheiß Getreide weg. Ja. Nee, ich wollte, dass die da weggehen vom Tor. So. Tschüss. Zucchini, nom nom nom. Kukumba, nom nom nom. Zepplings. Ja, willst du noch lange? Nein, ich denke, ich mache jetzt mal Feierabend. Ja, ja, ja. Okay. Ja, schön. Noch kurz nach Hause. Ich muss das nur einmal auf Anhieb finden, ey. Du bist genau dran vorbeigelaufen. Hä? Ippi? Ja, ich komme, ich suche. Da. Hallo. Nein. Hä? Da. Wo ist es denn? Ja. Ja, du kannst schon noch weitermachen, also. Nee, nee. Ich esse jetzt noch was und dann gehe ich auch. Okay.